Ich will gestalten. Für unsere Stadt, unsere Region, ja unsere Heimat. Deswegen kandidiere ich für den Landtag. Die Herausforderungen sind riesig. Die Auswirkungen der Pandemie, der Klimawandel, die digitale Transformation und auch die Verteidigung unserer offenen Gesellschaft vor Extremisten. Wir Liberale sind allerdings immer auch Optimisten. Deswegen packen wir die Probleme bei der Wurzel. Ich streite für echte Chancengerechtigkeit, zum Beispiel in der Bildung, mit über 1000 Talentschulen für ganz NRW. Damit nicht deine Postleitzahl, sondern dein Talent entscheidet. Während die Rot-Grün mit der Einheitsschule droht, verteidigen wir die Schulvielfalt, damit du dich so entfalten kannst, wie du es willst. Darauf kannst du dich verlassen. Ich streite für echten Klimaschutz, der nicht auf Verbote, sondern auf die Entfaltung des Innovationsmotors NRW setzt. Mit Flächenzertifikatehandel, denn der Boden unserer Erde ist ein entscheidender CO2-Speicher. Schnelleren Genehmigungsverfahren für den Bau von Windkraft- und Solaranlagen und die Aufwertung von Naturschutzflächen. Um unsere Freiheit zu bewahren, muss der Rechtsstaat gestärkt werden. Deswegen setze ich mich dafür ein, unsere Sicherheitsarchitektur durch eine bestmögliche Ausstattung von Justiz und Polizei spürbar den Rücken zu stärken. Schauen wir mit Zuversicht in die Zukunft und machen wir NRW noch freier, fairer und moderner. Gemeinsam können wir NRW noch fairer und freier machen. Am 15. Mai beide Stimmen für die Freien Demokraten.